aus dem Allgäu. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz für Beschäftigte. Und wer es aufweicht, zerstört damit diesen Schutz. Lange Arbeitszeiten und fehlende Ruhezeiten machen krank. Das behaupten nicht die Linken, sondern sagt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Lange Arbeitszeiten erhöhen die Unfallgefahr. Nach 8 bis 9 Stunden steigt das Risiko für Arbeitsunfälle, auch für tödliche im Übrigen, exponentiell an. Wer mehr als 8 Stunden am Tag arbeitet, lebt gefährlich. Das behaupten nicht wir, das sagt der Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Und wenn die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen, führt das zu mehr psychischer Belastung und Burnouts nehmen zu. Das behaupten nicht wir, das sagt der Verband der Betriebs- und Werksärzte. Die FDP möchte aber den Gesundheitsschutz der Deregulierung und der Flexibilisierung opfern. Und der Gesetzentwurf zeigt ganz deutlich, wer der FDP die parlamentarischen Initiativen diktiert. Es sind Wirtschaftslobbyisten und Arbeitgeberverbände. Ihr Wahlspruch ist wahrscheinlich frei nach Kurt Tucholsky. Wir wollen freie Wirtschafter sein. Wir diktieren die Preise und die Verträge. Kein Schutzgesetz sei uns im Wege. Und es ist zynisch, wenn Sie behaupten, es geht um mehr Freiräume für Beschäftigte. In Wahrheit stehen nur die wirtschaftlichen Interessen im Mittelpunkt. Wenn es um mehr Freiräume ginge, dann stellen Sie doch hier einen Antrag auf Ausweitung der Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte. Arbeitgeber entscheiden, wann gearbeitet wird und wann nicht. Beschäftigte haben dabei kaum ein Mitspracherecht. Und ich weiß nicht, wer betriebliche Erfahrung hat. Ich muss nicht mit meinen Freunden sprechen. Ich spreche sehr häufig mit Arbeitnehmern. Ich gehe einfach in den Betrieb, wo ich seit 20 Jahren Betriebsrätin bin, und rede mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt Hunderte von Arbeitszeitmodellen. Einschicht, Zweischicht, Dreischicht, Vierschicht, Früh-, Spät-, kurze Schichten, lange Schichten, Rufbereitschaft, Herbeiholung, alles möglich im bestehenden Arbeitszeitgesetz. Es gibt zig Ausnahmeregelungen. Wer behauptet, dass das Arbeitszeitgesetz starr ist, der erzählt Märchen. Und Sie sprechen immer von Digitalisierung, von hochmobilen Angestellten, die von überall aus arbeiten. Es geht aber um ein Arbeitszeitgesetz für alle Beschäftigten. Es geht auch um die Pflegekraft im Krankenhaus. Es geht auch um den Kellner in der Gastronomie. Und es geht auch um die Arbeiterin an der Linie. Die kennen kein Homeoffice, die haben Schichtarbeiten und die sind zum Teil froh, wenn sie überhaupt zu ihren Pausen abgelöst werden. Und nach Ihrem Vorschlag müssten die auf Weisung des Arbeitgebers auch wieder 12 Stunden oder 14 Stunden arbeiten. Und die Mehrheit der Beschäftigten ist letztendlich nicht von diesen hochmobilen Arbeitsplätzen betroffen, aber die scheinen für sie ja gar nicht zu existieren. Wir Linke streiten für Arbeitszeiten, die selbstbestimmt sind und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Für eine gerecht verteilte Arbeitszeit. Nicht die einen arbeiten bis zum Umfallen und die anderen stecken in der Teilzeitfalle. Deswegen brauchen wir auch keine Ausweitung, sondern im Gegenteil eine Reduzierung der Höchstarbeitszeiten. Das wäre modern und nicht der Rückfall ins 19. Jahrhundert, in dem Sie ein Schutzgesetz kaputt machen, was die Gewerkschaften sich über Jahrzehnte erkämpft haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Ferschel. Nächste Rednerin, Beate Müller-Gemmicke für Bündnis 90 Die Grünen.